Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy. Und wir gehen jetzt rein zum nächsten Kometen, der schon auf uns wartet. Oh, erstmal leiser machen. Anflug auf lila Kometen. Hier drüben. Sehr schön. Weed, weed. Ah, Sternstaubgalaxie. Lila Münzen des Sternstaubs. Oh nein! Was? Aber wir kriegen das schon hin, keine Sorge. Oh. Böse Erinnerungen werden wach. Auf Zeit. Auf Zeit, richtig? Richtig? Ja, natürlich. 2 Minuten. Nächstes gehen hier die Teile nicht kaputt. Das war knapp. Okay, das sind immer 10er-Reihen. Immerhin. Ja, 50 haben wir schon. Also knapp die Hälfte, würde ich sagen. In der Hälfte der Zeit, das ist schon gut. Allerdings muss man erstmal gucken, wo sich diese ganzen Münzen befinden. Noch 30 Stück. Da geht's nicht weiter. Hier geht's weiter. Ja, ich wusste nicht, wie ich jetzt an die Münzen rankomme. Aber wir waren gut dabei. Es ist jetzt nicht so, dass wir das schlecht hinbekommen haben. Nö, geht. Ich wusste nur nicht, wie ich da in die Mitte komme. Die sind aber auch durcheinander gewürfelt. Das ist so gemein. Manchmal kommt da was, manchmal nicht. Man weiß immer nie, wo entstehen eigentlich die Platten. Ah, ihr seid so gemein. Machen wir es halt so. Jetzt kommen die hier als nächstes. Warte, machen wir auch so. Guck mal, geht doch. Also bloß noch die restlichen suchen. Okay. Eine Münzenreihe. Geschafft. Jetzt müssen wir noch zurückfinden. Das geht schon. Wir haben noch Zeit. 1 Minute. Um wieder zurückzukommen. Lass mir hier jetzt auch gemütlich Zeit. Oh nein! Ich hab gedacht, ich wäre schon in der Mitte. Nochmal! Ach Mann! Wird schon, wird schon. Also natürlich wird man hier automatisch ruhiger, weil man wirklich die Befürchtung hat, oh, wenn man redet, könnte man ganz schnell runterfallen. Dankeschön. Okay, da sind auch noch welche.
Guti. Noch 10 Stück. Da. Okay. Und noch eine Minute Zeit. Wir sind schon fast da. Das ist gut. Wir gehen mal weiter in die Mitte. Und hier aus wird man ja wohl... Von Können ist da nicht die Rede. Und je öfter man es macht, desto mehr Übung ist drin. Ihr seht es selber, der Sprung gelingt schon. Man weiß schon ungefähr, wo man hin muss. Geht's noch weiter? Ja. Links rum. Dann runter. Dann nach rechts, genau. So, Stern ist jetzt schon zum dritten Mal erschienen. Ganz gut. Gehen wir erstmal nach rechts. So. Gehen auch noch weiter nach rechts. Oh. Was tut ihr mir hier an, hä? Okay. Ja, diesmal. Oh Gott, ey. Yeah. Ja, wieder eine Galaxie komplett. Gott sei Dank. Wir brauchen hier nicht mehr her. Doch, müssen wir noch. Eine müsste noch übrig sein. Aber diesmal sehen wir keinen Schattenkometen oder lilanen Kometen oder wie auch immer wir den nennen wollen. Nein, wir gucken erstmal, wo sich jetzt der nächste Komet befindet. Vielleicht können wir ja jetzt auch die Küche endgültig abschließen. Das wäre schön. Miau! Nein. Können wir nicht. Wir müssen wieder die Kometen verschieben. Ja, ist doch nicht wahr. Na dann los. Ich will nichts erfahren. Ich will die verschieben, Mensch. Bewegen. Ja, ja, mach, mach, mach. 20, ich weiß. Mampf, Mampf. 20 Stück. Ja, ja, ja. Mein Bauch ist voll. Dann will ich mal loslegen. Verzieht euch, verzieht euch, verzieht euch. Da ist jetzt eine erschienen. Im Schlafzimmer auch. Da im Loft, Maschinenraum. Aber wir haben keine Möglichkeit, in die Küche zu gelangen. Also werden wir jetzt erstmal wieder zurück ins Badezimmer gehen. Weil es da so schön ist. Ganz toll. Wann erscheint denn mal wieder der in der Küche? Den hätte ich gerne. Vielleicht nach dem nächsten Kometen. Wir werden sehen. So, da ist er. Auf geht's. Anflug auf den lila Kometen. Und wir haben schon sehr viel geschafft. Also ich glaube nicht, dass das allzu lange dauern wird. Mir fehlt noch Schatten, Mario. Die lila Münzen der Riesenfestung. Wir haben nur noch 8 Leben, Leute. Oh. Oh, ist das gemein. Oh, das wird fies. Nicht gut. Gar nicht gut. Okay.
Okay, man hat immer noch ein gewisses Zeitfenster, wirklich alle einzusammeln. Das ist ganz gut. Dadurch, dass die Plattform ja auch nicht gerade klein ist. Oh oh. Also wenn ich die teilweise nicht einsammle, müssen wir da schon wieder von vorne beginnen. Nö. Ja, das kann helfen. Nach oben. Ist egal. Ist nicht schlimm. So, wir haben die Münzen. Alles andere ist mir egal. Oh, okay. Das wird auch nochmal interessant. Ja, geschafft. Okay. Ja! Oh, gut. Der gehört mir. Wunderbar. Damit ist auch das Badezimmer komplett. Das heißt, zwei Bereiche müssen wir nicht mehr anlaufen. Wir sind bei 115 Sternen, meine Lieben. Quatsch, 105. So, 15 fehlen noch. Da war schon wieder das Hirn schneller als alles andere. Wir gucken nochmal. Komplett, 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 komplett. Sieht man immer sehr schön an der Krone oben links. Denn die bedeutet, dass dort alles abgeschlossen ist. Ist nicht überall der Fall. Jetzt können wir wieder gucken, wo sich die nächsten Schattenkometen hingewagt haben. Von hier aus können wir es auch sehen und ich sehe nichts. Toll. Keine Schattenkometen. Na gut, dann müssen wir die wieder bewegen. Ernsthaft? Kein einziger? Oh, ich bitte euch, es gibt so viele freie. Mann, 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 Mann. Wir werden ziemlich viele von diesen Sternteilen ausgeben, aber gut, soll so sein. Ja, ja, bewegen. Es dauert jetzt ewig, bis wir alle bewegt haben. Allein schon dieses Sprechen dauert ja aber ewig. Mampf, Mampf. Bitteschön. Dann will ich mal loslegen. Na dann mal los. Verzieht euch! Plump. So, jetzt haben wir hier die Schattenkometen und ihr seht schon, in der Küche ist immer noch keiner aufgetaucht. Das wundert mich jetzt mal so ein bisschen. Dann gehen wir jetzt erstmal ins Schlafzimmer oder in... Ist da wirklich keiner? Nee, es ist auch nur noch das eine Ding frei. Ja gut, dann gehen wir erstmal ins Schlafzimmer. Oder in den Maschinenraum. Oder ins Loft. Ja, alles gut gelaufen. Mhm. Tschüss. Vielleicht beim nächsten Mal. Dann gehen wir jetzt nach oben. Wobei, wir haben ja eigentlich den anderen Teleporter für oben freigeschaltet. Na, ist egal. Müssen wir eben ein bisschen weiterlaufen, ist auch nicht schlimm. Moin. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Läuft im Loft. Das Kinderzimmer werden wir auch nicht mehr anreisen. Alles ist gut. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Morgen. Je mehr wir oben abarbeiten, desto weniger ist die Chance, dass wir auch nach ganz oben müssen. Also die Küche ist natürlich einerseits ziemlich doof zu erreichen, weil man immer hochspringen muss. Andererseits ist auch das hier nicht unbedingt einfach, weil man die ganze Zeit hin und her teleportiert. Also von daher, ran an den Schattenkometen, die lila Münzen der Raumflotte. Ja, oh, ist doch genau dasselbe. Was seid ihr gemein? Das hatten wir doch eben schon mal so ähnlich. Ja, ist nicht schlimm. Wir werden bestimmt auch mal eine Münze zwischendurch finden.
Theoretisch hat es jetzt schon keinen Sinn mehr weiterzumachen. Verdammt. Noch 9 Leben. Ah, wenn man nicht alle erwischt, dann ist man auch ziemlich aufgeschmissen dann durch. Das ist schwerer als eben. Jetzt haben wir nicht mehr so eine große Plattform vor uns. Okay. Hier geht's weiter. Es ist einem aber einfacher gemacht. Nicht ganz so viele Münzen. Das ist sehr lieb von euch. Wunderbar. Es muss in einem Rutsch klappen. Oh nein, da oben ist ja auch noch was. Oh, verdammt. Unter dem Wump und auf dem Wump. Oh, das ist gemein. Das ist fies. Vor allem, wenn man das in einem Rutsch mal durchmachen möchte, so schnell sieht man das ja gar nicht. Gott. Ups. Okay, ganz ruhig. Kriegen wir hin. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Komm, Mario. Wenn man nach vorne drückt, läuft er auch nach vorne. Ja, na klar. Da hat mich jetzt das Gegenteilspielchen, wollte ich gerade sagen, ereilt. Komm schon. Wir kriegen das hin. Es ist so, dass wir erstmal zum Wump kommen müssen. Danach kommen ja erstmal noch Dinge, die wir bisher noch gar nicht gesehen haben. Ah, trotzdem erwischt. Das gibt's ja nicht. Ist egal. So, hier haben wir erstmal Ruhe kurz und weiter geht's. Okay, diesmal hat's geklappt. Jetzt geht's hier hoch. Oh oh. Verdammt. Ich guck mir erstmal den Rest an. Wir sind aber noch lange nicht am Ende. Oh Gott.